Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Sprotte und in diesem Video möchte ich Sie kurz in die Funktionalität der E-Bike-App von unserem Möwe Arri einweisen. Und für den Start würde ich Sie dazu bitten, ganz einfach Ihr Arri einzuschalten. Das Ganze machen Sie über den Daumentaster auf der linken Seite des Lenkrades durch zweisekundiges Drücken des mittleren Tasters. Das E-Bike fährt dann innerhalb von ein paar Sekunden hoch und es zeigt Ihnen dann über die grüne LED an, dass es sozusagen startbereit ist. Im nächsten Schritt würden wir uns jetzt mal das Bluetooth-Menü Ihres Mobiltelefons anschauen. Das Arri ist ja jetzt eingeschaltet, das heißt, wir können jetzt scannen und es müsste innerhalb von ein paar Sekunden die Schnittstelle, das Arri, angezeigt werden. Das nennt sich iWalk. Und hier brauchen Sie auch nicht draufklicken, weil wir die Verbindung dann direkt über die App herstellen, was wir dann im nächsten Schritt auch machen, bis wir natürlich die App installiert haben. Dazu würde ich Sie bitten, im nächsten Schritt in den Google Play Store bzw. den App Store zu wechseln. Sie suchen dann bitte die My Smart Bike App von Mahle. Ich habe die jetzt natürlich schon mal vorinstalliert auf meinem Mobiltelefon. Sie müssen dann bei der Erstinitialisierung sich registrieren lassen, das Ganze dann bestätigen und nach der Installation können Sie dann die App genau wie ich jetzt auch öffnen. Das Arri ist ja noch an. Das heißt, wir können jetzt auch hier sofort auf den Button Mein E-Bike verlinken klicken und es müsste sich innerhalb von wenigen Sekunden das Arri mit der App verbinden, sodass wir also jetzt schon die Initialisierung abgeschlossen haben. Das ging also relativ zügig. Und jetzt möchte ich Ihnen im nächsten Schritt noch ganz kurz die Funktionalitäten der App zeigen und lade Sie natürlich dann auch dazu ein, sich dann selbst mit der App ein bisschen zu beschäftigen. Die bietet viele Möglichkeiten und die möchte ich Ihnen jetzt im Wesentlichen erstmal zeigen. Ja, auf dem Startbildschirm, also das kleine Häuschen, sehen Sie dann Ihr Arri in der Seitenansicht eingeblendet. Sie haben dann die Möglichkeiten, hier das Arri auch wieder auszuschalten, haben dann das Einstellungsmenü, das Motorkennfeld, Ihnen wird der Akkuladestand angezeigt und auch die geschätzte Reichweite. Ja, das ist, glaube ich, alles selbsterklärend. Wir können uns jetzt mal gemeinsam die Einstellungen anschauen. Hier ist dann auch das Motorkennfeld nochmal gekennzeichnet oder ist die erste Option. Da können wir jetzt mal gemeinsam reinschauen. Im Motorkennfeld ist es so, dass Sie also hier zwischen Eco, Urban und Sport wählen können und das Anwählen sozusagen auf verschiedene Modi schon voreingestellt ist. Im Eco-Modus, wie der Name schon sagt, also maximales Energiesparen und im Sport maximale Leistung mit der schnellsten Unterstützung sozusagen. Über Custom sind Sie aber trotzdem jederzeit auch in der Lage, sich die Regler, die Schieberegler selbst einzustellen. Sie können dann damit auch ein bisschen rumspielen, je nachdem, wie auch Ihr tägliches Fahrprofil ist, beziehungsweise man ist ja dann auch mal im Urlaub etc. und möchte dann vielleicht ein bisschen zügiger unterwegs sein. Dann einfach die Konfiguration speichern, bestätigen und schon haben wir das Ganze erledigt. Der zweite Menüpunkt ist dann der Bike Locator. Ich hoffe, das Menü bzw. diesen Menüpunkt brauchen Sie selten, weil da geht es darum, falls Ihr E-Bike jetzt mal gestohlen werden sollte, dass Sie es also wieder auffinden können. Natürlich könnte es auch mal im hektischen Alltag passieren, dass Sie vergessen haben, wo Sie es abgestellt haben. Dann könnten Sie hier kurz checken, wo Ihr E-Bike steht. Und das funktioniert auch, wenn das E-Bike ausgeschaltet ist. Also das ist dann die letzte getrackte Position des E-Bikes und wird die dann über eine Google Maps-Seite sozusagen hier integriert in der App angezeigt. Ja, dann der technische Modus möchte ich eigentlich gar nicht so ins Detail gehen. Das ist vielleicht mal wichtig, wenn wir Themen in Erwartung haben, dann würden wir Rückfragen an Sie haben und da müssten Sie gegebenenfalls mit uns gemeinsam beziehungsweise uns im Austausch mal die Screenshots davon schicken. Ist aber auch eher irrelevant, das ganze Thema. Ja, und hier eigentlich die Bike-Informationen, die Sie nochmal abrufen können, auch, glaube ich, selbsterklärend, aber auch eher informativ. Und vom E-Bike trennen, das machen wir jetzt nicht, weil ich Ihnen ja kurz noch die anderen Funktionalitäten zeigen möchte. Sie haben dann hier unter dem Menü ganz rechts, also wo dieses Männlein oder Weiblein dargestellt ist, das Profil.
Sie können hier dann Ihre Profilinformationen hinterlegen und neben Name und weiteren Informationen auch Details angeben, wenn Sie das mögen. Wenn nicht, lassen Sie es einfach bleiben. Können auch hier die Biometrie aktivieren. Aber auch das ist ja dann, bleibt in Ihrem, bleibt je nachdem, wie Sie das gerne handhaben. Ja. Dann möchte ich gerne nochmal auf die Zahnräder. Also das ist nochmal ein Untermenü. Sie haben hier nochmal die Möglichkeiten, also so die Grundeinstellungen vorzunehmen, wie Einheiten. Das ist jetzt auch hier alles aufs metrische System schon eingestellt. Pulssensor, eigentlich ganz spannend, wenn Sie auch mal so Ihre Fitnessaktivitäten tracken möchten. Können also hier verschiedene ANT-Plus-Sensoren mit der App verbinden. Das bekämen Sie dann auch aufgezeichnet, wenn Sie eine Aktivität aufzeichnen, was ich Ihnen gleich zeige, so dass Sie das auch machen könnten. Und ja, das Sprache ist sicherlich voreingestellt auf Deutsch, das ist soweit auch klar. Und hier über Optionen der Aktivitäten haben Sie auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit einer Tracking-App wie Strava Ihre Male-App auch nochmal zu verbinden. Das heißt, Sie könnten dann auch über die Strava-App Aktivitäten in Ihre Male-App kopieren oder automatisch verknüpfen. Das ist aber auch eine Option, die wie gewünscht oder individuell genutzt werden kann. Ja, dann würde ich nochmal auf den Startbildschirm mit dem Häuschen wechseln und jetzt einfach mal zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn Sie mit dem E-Bike unterwegs sind. Dazu diesen, der uns die ganze Zeit schon so schön grün anleuchtet, mittleren Button drücken. Das wäre dann eigentlich das Starten einer Aktivität. Sie können das auch lassen. Also Sie würden jetzt in dem Moment, wenn ich jetzt fahren würde oder mich bewegen würde, auch die Geschwindigkeit angezeigt bekommen. Mal gucken, ob das jetzt klappt, ob er mir irgendeine Geschwindigkeit anzeigt. Macht er jetzt nicht. Bin wahrscheinlich zu langsam gelaufen. Demzufolge würden Sie hier oben die Geschwindigkeit sehen, die zurückgelegte Distanz, die Zeit, den Akkustand und die Reichweite. Ganz wichtig natürlich auch, durch das Schalten des Tasters sehen Sie hier, in welcher Unterstützungsstufe Sie unterwegs sind. Und durch das Halten des oberen Pfeiltasters 2 sekündig können Sie das Licht ein- und ausschalten, wird Ihnen dann auch hier in der App schön angezeigt. Und auch durch 2 sekündiges Halten des Tasters nach oben können Sie das Licht wieder ausschalten. Also auch ganz sinnvoll. Wenn wir jetzt mal hier eine Aktivität starten bzw. fortsetzen, zählt er den Counter runter. Und wir würden jetzt also quasi damit beginnen, eine Aktivität zu tracken. Ist eigentlich ganz angenehm, wenn man mal später dann gucken möchte, was man so geleistet hat pro Jahr oder im Monat. Und das Ganze, ja, schleift jetzt gerade hier so ein bisschen. Jetzt hat er den Counter endlich gesetzt. Würde also loslegen. Und mal gucken, aber jetzt, es interessiert mich jetzt auch mal, ob er jetzt meine Schrittgeschwindigkeit zeichnen würde. Naja, so richtig kriegt er so nicht. Bin halt einfach zu langsam. Aber nichtsdestotrotz, Sie müssen mir jetzt einfach mal glauben, dass Sie damit jetzt Ihre Aktivität aufzeichnen würden, können dann auf Pausieren klicken und dann auf Halt würden Sie auch die Aktivität dann final abschließen und speichern. Wenn Sie dann Aktivitäten sich ansehen müssen möchten aus der Vergangenheit, dann klicken Sie einfach unten links auf die kleine Uhr und hier sehen Sie dann die gespeicherten Aktivitäten. Ich habe jetzt mal hier so eine Testaktivität hinterlegt. So dass Sie mal sehen, was dann alles ist. Es werden auch die Wetterdaten so grob eingespielt, so dass Sie dann hier in der Aktivität auch nochmal die groben Informationen hatten oder haben und sich das alles nochmal ablesen können. Ist eigentlich ganz, ganz, ganz nett, wenn man das nutzen mag. Und so sind wir jetzt eigentlich mal ganz grob durch die App gegangen im Wesentlichen. Und ja, jetzt bleibt es mir eigentlich nur noch Ihnen ja, eine allzeit gute Fahrt zu wünschen. Viel Spaß mit unserem Erwin. Nochmal vielen, vielen Dank für Ihr Vertrauen auch in unsere Marke, in unsere Dienstleistungen. Und falls Fragen sind oder weiterführende Informationen oder auch Hilfe, Service nötig ist, dann erreichen Sie uns über Telefon, Mail oder auch Chat-Funktion und können uns natürlich jederzeit erreichen. Dann herzlichen Dank für Ihre Zeit. Allzeit gute Fahrt. Auf Wiedersehen, Ihr Tobias Spröter.